Ja, hallo liebe YouTube-Freunde, liebe GPC-Gemeinde, liebe Fans der gepflegten Teilchenbeschleunigung. Ich begrüße euch wie immer recht herzlich auf meinem Channel. Wir schauen uns heute mal die neue Cesca 75 SP01 Shadow an. Und diese Testwaffe wurde uns wie immer von unserem freundlichen Partner, dem Damage Jagd Sport und Outdoor, zur Verfügung gestellt. Wir schauen uns zuvor erstmal das Datenblatt an und dann gehen wir ganz genau auf die Waffe ein. Geliefert wird das Ganze in diesem Karton hier von ASG. Sehr, sehr hochwertig, wie wir das von ASG gewohnt sind. Kleine Bedienungsanleitung, ja, sparen wir uns. Explosionszeichnung ist leider nicht vorhanden. So, neben der Waffe haben wir im Karton dieses Magazin, einen kleinen Imbusschlüssel sowie eine Packung mit BBs. Dann schauen wir uns mal das schöne Stück hier ganz genau an. Zuvor noch ein paar Worte zum Original. Das Original dieser wunderbaren Waffe kommt im Kaliber 9x19. Das SP steht für Spezialpistole. Diese Waffe wurde vor einigen Jahren entwickelt aus dem Originalmodell, also aus dem Standardmodell der CZ-75 heraus, wie viele andere Cescas auch schon. Dieses Modell wurde zum größten Teil von werkseigenen Schützen entwickelt. Unter vielen Hinweisen von Spezialstreitkräften ist das hier entstanden, denn dort kommt diese Waffe auch zum Einsatz, obgleich sie sich im Laufe der Zeit auch sehr, sehr stark bei Sportschützen etabliert hat und dies weltweit. Nicht zuletzt kommt das auch durch diese wirklich ergonomische Form des Griffstückes. Die Waffe liegt super in der Hand, lässt sich wunderbar greifen, allein durch die gummierten Griffschalen wirklich ganz hervorragend. Es gibt hier noch einen Vorläufer dieser wunderbaren Shadow, und zwar ist das die Phantom, die SP01 Phantom, und es gibt mittlerweile auch einen Nachfolger, und zwar die Shadow Mamba. Hier sind noch einige Sachen abgeändert worden. Aber das würde jetzt zu weit führen. Nur, dass ihr das Grundlegende dazu erst einmal wisst. Ja, hier hat ASG quasi als erster Importeur dieser Waffe. Die Waffe wird von KGW produziert. Mal wieder echt einen wirklichen Glücksgriff gemacht. Und hier in der BRD wird diese Waffe von GSG, German Sport Guns, quasi importiert. Das ist ja typisch gewohnte Qualität von KGW, wie man das gewohnt ist. Das ganze wunderschöne Pistölchen hier ist in Vollmetall, bis auf die Griffschalen, die sind gummiert, und den Magazinschuh, dieser ist aus Polymer. Magazin lassen wir gleich mal draußen. Wir schauen uns mal an. Wir haben hier die Beschriftung CZ-75 SP01 Shadow, das Originalkaliber 9x19 und das Logo der Waffenfabrik Cesca Zbrojovka. Und auch hier auf dem Griffstück haben wir das Cesca Logo links wie auch rechts. Des Weiteren ist die Sicherung, der Sicherungsbügel, beidseitig bedienbar, links wie auch rechts. Wir haben hier das ASG-Logo, das F im Fünfeck, die Kaliberangabe und den Importeurstempel GSG. Diese beiden Aufkleber lassen sich, denke ich, problemlos beseitigen, wenn man die Waffe dann gekauft hat. Der äußere Lauf ist, wie bereits
hier schon zu sehen, verchromt. Und hier haben wir den Demontagehebel, der gleichzeitig Verschlussfang ist. Das sagte ich bereits hier, das ist der Magazinauswurfknopf. Der Abzug ist auch schön verchromt. Hier hinten haben wir wieder diesen Beaver Tail, dann der Abzug. Hier gibt es auch wieder eine Sicherheitsrast. Die Kimme ist hier verstellbar. Dafür ist dann nämlich auch dieser kleine Sechskantschlüssel, den ich euch ja bereits am Anfang gezeigt habe. Die Kimme lässt sich hier also mittels dieser beiden Imbusschrauben links und rechts verstellen. Das Korn ist hier in Fiberoptik gehalten mit diesem roten Stift. Wunderbare Sache. Und das wäre die Mündungsansicht. Eine Schalldämpferaufnahme haben wir hier nicht. Hier unten wieder eine Picatinny Rail zur Aufnahme diverser Anbauteile. Ja, und das ist, denke ich mal, soweit alles, was man so erstmal optisch hier erkennen kann. Ich würde sagen, wir zerlegen jetzt die Waffe und dann schauen wir mal weiter. So, zerlegt wird die Waffe wie folgt. Waffe wird gespannt. Hier hinten ist wieder dieser Pinokel vom Sicherungsbügel. Den drücken wir rein und können dann den entfernen. Verschluss nach vorn hin abnehmen. So sieht das Griffstück aus. Und hier haben wir dann den Verschluss. Die Federführungsstange etwas seitlich drehen und dann können wir die rausziehen. Die ist leider aus Plastik. Hier haben wir den Lauf, den inneren wie den äußeren. Etwas anheben und nach hinten abziehen. Hier lässt sich das Ganze auch wieder zerlegen, indem man hier diesen Stift rausschlägt. Mache ich jetzt aber nicht. Hier oben haben wir das Rädchen zur Verstellung des Hop-Ups. Wie ich schon sagte, der äußere Lauf schön verchromt, sieht sehr wertig aus. Hier haben wir das Blowback-Nozzle in der Blowback-Unit. Alles noch schön eingeölt. Waffe ist nagelneu. Und zusammengesetzt wird das Ganze in der gleichen Reihenfolge. Die Feder wieder etwas auffiedeln und dann rein damit. So. Und dann geben wir das Griffstück wieder auf den Verschluss oder umgekehrt. Und jetzt kommt eine Besonderheit. Ich weiß nicht, ob man es hier sieht, diesen kleinen Draht, diese Feder, die sorgt quasi dafür, dass dieser Stift nicht rausgenommen werden kann. Hier ist eine Einkerbung. Und damit es euch nicht so geht wie mir, zeige ich euch das mal, wie das recht einfach funktioniert. Wir setzen den Verschluss ein wenig nach hinten, so dann einfach den Hebel hier wieder reinstecken. Und jetzt seht ihr hier diesen kleinen Stift. Dann nimmt man sich einfach einen Kuli, drückt das Ganze nach oben. So, dann wieder spannen und dann ist der wieder drin, ja, also er euch da ein abquält, so geht es am einfachsten. Ob es so gewollt ist, weiß ich nicht, aber so geht es halt. Ja, soweit die Zerlegung der SP01. Ich hatte noch vergessen zu erwähnen, die Waffe verfügt über Single und Double Action. Da es ja eine Blowback-Waffe ist, wenn sie einmal vorgespannt ist, habt ihr einen relativ kurzen Abzugsweg. Der Druckpunkt ist spürbar. Sehr leichtgängig und ihr könnt die Waffe allerdings auch über Double Action, also sprich über den Abzug vorspannen. Da ist der Abzugsweg dann relativ lang und es ist auch relativ schwer. Es gab von dieser Waffe schon eine ganze Zeit lang die Non-Blowback-Version, die gibt es natürlich immer noch. Diese Blowback-Version gibt es erst seit einigen Wochen. Ich finde, das wurde auch Zeit, weil ich bin persönlich kein Freund von diesen Non-Blowback-Waffen, auch wenn sie ein wenig kraftvoller sein sollen, dennoch ist es mir zu unrealistisch. Dieses Modell hier ist wirklich eine Empfehlung wert. Gut, jetzt haben wir genug gequatscht, jetzt gehen wir denn endlich in den Keller und machen den Schusstest.
anschließend das Fazit und dann schauen wir mal, wie die Waffe sich im Schusstest so schlägt. So, dann schauen wir uns vorab aber erstmal noch die Beladung der Magazine an, beziehungsweise des Magazins. Es sei noch gesagt, dass es neben dem Standard-Gasmagazin auch noch ein CO2-Magazin im Handel gibt, ja. Nur, dass ihr das mal wisst. Ihr könnt diesen Magazinschuh übrigens auch abnehmen, indem ihr einfach diesen Knopf hier ein bisschen nach unten zieht. Brauchen wir aber nicht. Zur Beladung ist das nicht nötig. Wir nehmen dieses Gas heute mal, Airsoft-Gas von Oberland Arms. Ja. Ja, mal gucken, wie das geht. Arretieren lässt sich das Ganze leider nicht. Wir halten es hier so fest und dann drücken wir hier die BBs rein. Ja, müsste passen. Und dann geht's los. So, dann werden wir mal mit dem Schusstest beginnen. Ihr wisst ja, oder ihr seht es ja an meiner bescheuerten Maskerade, es ist Halloween. Ich mache das zwar nicht so, aber naja, was soll's. Es hat den Vorteil, ich spare mir viel Arbeit am Schneidetisch. Wir beginnen. Mal gucken, was bei rüberkommt, ne? Denk mal, das ist gar nicht übel geworden. Das ist ein richtig feines Pistölchen, hör mal. Das kann sich wirklich sehen lassen, ja. Tatsächlich ein Zombie in der Flasche. Gut, dass es rotes Blut ist. Wäre es grün, so hätte ich den Flammenwerfer holen müssen, damit diese Pest sich nicht weiter ausbreiten kann. Aber es ist rot. Glück gehabt. Zombies sind sehr hartnäckig. Das war ein Hammer. Ja, soweit nun der Schusstest der Cesca SP01 Shadow. Eine wirklich feine Pistole, muss man echt sagen. Hat mich auf ganzer Linie überzeugt. Optik, Haptik, Handling, wirklich einwandfrei.
Das Cooldown hielt sich in Grenzen. Ihr seht, es ist alles noch ein bisschen feucht jetzt hier. Aber ich habe erst nach der vierten Magazinfüllung einen Cooldown gehabt. Und das bei den Temperaturen. Das passt soweit. Wir schauen uns jetzt einfach mal den Kroni-Test nochmal an. Blende ich euch da oben ein. Ich habe 6 Schuss abgegeben mit 0,25 Gramm Bio-BBs. Und ich denke, das passt auch soweit. Wir kommen nicht ganz an die 0,9 Joule ran, die uns der Hersteller hier angibt. Aber ich schiebe das jetzt einfach auch einmal auf die Temperaturen bei mir im Keller. Es ist ja nicht besonders warm zurzeit. Ja, ansonsten die Schussergebnisse kann ich euch auch noch mal kurz zeigen. Das ist die Scheibe. 7 Meter freistehend, nicht aufgelegt habe ich geschossen. Ich denke, das passt soweit. Alle soweit mittig gelandet. Ich denke, das ist ein ganz gutes Ergebnis. Ja, die Aliens haben wir auch alle gekillt und auch die Zombies. Ja, so wie sich das gehört. Da habe ich mit Stahlbabys geschossen. Geht natürlich auch, kann man machen. Auf kurze Distanzen kann man auch prima damit blinken. Sind auch Glasflaschen kein Problem. Trotz der Energie von schlappen 0,9 Joule. Gut. Fazit, alles in allem, klare Kaufempfehlung, kein Für und Wider, das passt. Diese Waffe ist eine wirklich schöne Replika für jeden Sammler und auch Hobbyschützen eine Empfehlung wert. Das war's dann wieder mal von mir. Falls euch das Review gefallen hat, dann würde ich mich über ein Abo sehr freuen. Lasst mir ein Like da, besucht auch meine Partnerkanäle und auch unser Forum gerne mal ansteuern. Diese Waffe könnt ihr übrigens beziehen bei unserem Partner, dem Damage Jagd Sport und Outdoor. An dieser Stelle nochmal recht herzlichen Dank, lieber Alex, dass du mir diese zur Verfügung gestellt hast. Ich wünsche euch eine schöne kommende Woche. Bleibt mir alle gesund und munter. Bis die Tage, euer Doc. Mein liebes Pferd hat gerade ein paar Haufen gemacht. Du kannst dir ein Pferd abnehmen. Das soll deine Belohnung sein.